hab's sie nicht warten lassen. Von dir lernen. Ich bin wohl nicht mehr der Neue. Bricht jemand ein! Schließlich umsonst schmieren. So gibst du den Ton. Mach sie die Äste, kommt damit durch! Ja! Hey! Sie entkommen mir. Ich mich immer bequem umziehen. Okay, bis dann. Oh, Miles. Hey, Ma. Komm her und setz dich. Ich wollte einfach nur sehen, wie es dir geht. Alles okay?
Okay. Wirklich, alles gut. Okay. Es ist gerade einfach echt viel los. Ich muss mich in der Stadt um so viel kümmern. Ich habe mega Stress wegen dem College-Aufsatz. Pete hat selbst genug zu tun. Und Lee. Lee ist noch da draußen. Macht dir das keine Sorgen? Natürlich macht mir das Sorgen. Aber mir liegt viel an diesen Reformen. Ich muss Dinge loslassen, die mich nicht voranbringen. Und mich darauf konzentrieren, wo ich hin will, nicht wo ich war. Entiende lo que te digo? Ja. Aber Lee? Den kann ich nicht loslassen. Angela, ich muss dich zurückrufen. Ausgesperrt? Du hast doch einen Schlüssel. Oh. Nein, nein, ich verstehe schon. Ich mache ein paar Anrufe. Okay? Mom, soll ich hingehen? Hast du mir nicht gerade gesagt, wie viel du zu tun hast? Ja, aber für meine Nachbarn habe ich immer Zeit. Okay, Ma. Wohin muss ich? Harlem Cultural Center. 116. und Convent. Es geht um meine Freundin Angela. Sie will als Kuratorin einem zukünftigen Spender eine Privatführung geben. Doch das Sicherheitssystem hat sie ausgesperrt. Ups, wie peinlich. Angela hat eine Reihe an Stücken für eine neue Musikausstellung zusammengestellt. Aber es fehlen die Mittel. Ohne den Spender muss das Museum vielleicht Pflicht machen. Ich schau, dass sie reinkommen. Sie wissen ja, wie viel mir am Erhalt des musikalischen Erbes der Gemeinde liegt. Aber wie kann ich einem Museum etwas spenden, dessen Sicherheitssystem nicht funktioniert? Darren, ich verstehe Ihre Besorgnis, aber ich versichere Ihnen, dieses Museum wird... Spider-Man. Oh, Gott sei Dank. Das System hat uns ausgesperrt und reagiert auf keine Eingabe mehr. Mal sehen, ob ich rausfinde, was los ist. Ich muss die Schalttafel finden. Alte LKWs, abgeklappter Lack. Na bitte, die Schalltafel. Die Relais sind überlastet. Ich muss zum Reparieren rein. Dann fixen wir mal alles für Angelas Führung. Das war wohl ein Stromstoß oder sowas. Der Alarm wird nicht ausgelöst. Der EMP hat das System flachgelegt. Wir sind hier ganz allein. Nur noch das Schloss aufbrechen und wir sind drin. Deswegen ist Angela ausgesperrt. Ich sollte das Ding zurücksetzen, reingehen und die Typen aufhalten. Das geht noch. Ich repariere es schnell. Geschafft. Aber null Reaktion vom System. Ich muss die anderen Relais finden. Hey, Miles. Ich war in allen Feast-Asylen. Keine Spur von Martin Lee. Danke. Warum ließ ich ihn entkommen, wo ich da... Du weißt schon. Wo du was? Ihn zur Strecke hätte bringen können. Ach ja. Keine Sorge. Ich suche weiter.
immer den Kabeln hinterher. Drin muss es was Wertvolles geben. Die Typen wirken wie Profis. Bis wieder zum Laufen. Gut. Aber keine Reaktion. Gibt wohl noch mehr Relais. Saxophon und Trommel sind schon im Laster. Ich muss mich an denen unbemerkt vorbeischleichen. Wie wär's mit einer Ablenkung in C-Dur? Was ist denn hier los? Ich sollte hier möglichst außer Sicht bleiben. Reiß dich zusammen, Mann. Lass mich jetzt nicht im Stich. Du schaffst das. Über dem Kerl ist noch ein Schacht. Wer ist das? Hey, Doug, ich hoffe, das bist du. Miles, alles in Ordnung? Es gab ein kleines Problem, aber ich regel das. Schau dir die Instrumente an, wenn du da bist. Ist gut fürs Studium. Na, ich studiere Musiktechnologie. Computer sind meine Instrumente. Menschen lassen durch Musikinstrumente ihre Seele sprechen. Beim Mixen oder Samplen musst du genau hinhören, um die Seele einzufangen. Ein Computer kann das nicht. Weißt du, wie alt du gerade klingst? Du meinst wohl alt und weise. Okay, das Signal ist jetzt stärker. Sieht aus, als gäbe es noch ein Relais, das aktiviert werden muss. Mann, ich muss durch den ganzen Raum hindurch. Wie viel Zeit noch? Ein paar Minuten. Nehmt die letzten Sachen und macht euch bereit zum Beladen der Laster. Verstanden. Stolpert hier irgendjemand rum? Wer macht hier Musik? Der war das. Letzte Relais einschalten. Dann muss ich zur Laderampe. Ich muss dafür sorgen, dass die Typen nicht damit davonkommen. Bis zum Bravo! Weg hier! Gut gemacht, Spider-Bot. Jetzt bin ich dran. Spider-Man, die Vordertür ist endlich offen. Aber es fehlt ein ganzer Haufen Zeug. Das ist alles hinten auf den Laderampen. Und da wird's auch bleiben. Schnell, nichts wie weg hier! Der Boss meinte, es wäre ein leichter Job. Ja. Und jetzt ist Spider-Man da! Egal, mach ihn fertig! Euer Boss soll gefälligst die Finger vor meinem Viertel lassen! Ich mach das alles! Halt ihn fest. Sei in einer Stunde am Treffpunkt. Weiß ihn nicht. Ich muss die Laster stoppen. Jetzt muss ich mich entscheiden. Gebt auf, Leute! Ihr kommt nicht davon! Spiel doch mal hier mit! Ihr
wollt es also auf die harte Tour? Könnt ihr haben! Es wurden nur Objekte von einem Truck geborgen? So ein Chaos. Bedauere, Angela. Das war's mit dem Deal. Das war's mit unserem wichtigen Spender. Es gibt doch die Spendengala. Wenn wir den zweiten Truck nicht finden, gibt es keine Ausstellung. Und ohne Ausstellung auch keine Gala. Und ohne Gala muss das Museum schließen. Dazu wird es nicht kommen. Versprochen. Hier. Das hat Clyde Stubblefield gehört. Dem ursprünglichen Funky Drummer. Weißt du, wie oft seine Sachen gesampelt werden? Er hatte so großen Einfluss. Eine direkte Linie. Danke. Ich sollte mich bei Pete melden. Hast du Zeit? Na klar. Harry ruft gerade an. Ich muss rangehen. Reden wir später? Oh, klar doch. Bis dann. Hey, Pete. Ich bin bei der Stiftung. Keine Spur von Dr. Connors, aber vier Augen sehen mehr als zwei. Bin unterwegs. Hast du was von MJ gehört? Du meintest, sie wollte zu seinem Haus, oder? Noch nicht. Sie wollte anrufen, wenn sie dort ist. Hoffen wir, dass er nur einen Tag krank feiert. Ja, auf jeden Fall. Ich sehe im Büro nach. Komm bitte, sobald du kannst. Spur von Connors? Nein, noch nichts. Es ist MJ. Schlechte Nachricht. In Connors Haus wimmelt es vor Jägern und vom Arzt keine Spur. Gute Nachricht. Ich glaube, ich weiß, wo er ist. Auf der anderen Flussseite. Vielleicht bei... Los geht's. Er wartet.
Ich hol die Ausrüstung. Das Training mit Sable zahlt sich früher aus als gehofft. Ein Zoo? Connors muss hier irgendwo sein. Das muss ich Pete sagen. Sie sind spät. Wo ist der Laster? Eine Art Genomaufzeichnung. Sie wollen seine Reptilgene reaktivieren. Sie haben Dr. Connors studiert. Oh Gott, sie wollen ihn ebenfalls jagen. Wenn er kommt, wird das Feuer anbrennen. Hier haben sie sich wohl eingerichtet. Sieht gut aus. Wartet, ich untersuche das. Schnapp die Kleine! Sehe ich vielleicht mehr. Du bist am falschen Ort, Kleine. Ich mache es möglichst schmerzlos. So viele wollten ihn töten. Menschen und Tiere. Ich glaube, es ist unmöglich. Du hast recht. Unter Trümmern lebendig begraben. Ich sehe nach. Wo sind sie, Doc? Was ist das da oben? Ich muss Connors finden. Wieder eine von Totenstille geplagte Nacht. Nicht mal seine Flügel konnten ihn retten. Damit hätte er überlegen sein können. Aber nein. Ich habe sie gestohlen. Telefon! Connors Handy. Oh, bitte stopp mich. Harry, ich bin's, MJ. Ich bin in einem verlassenen Zoo in Jersey. Bitte, nicht. Bitte, ihr versteht das nicht. Schlüssel für Connors Fesseln. Ich muss sie finden. In der Nähe sein. Ich habe nur eine von denen. Was ist das? Wie hat sie einen erwischt?
Jägerin mit dem Code kam hier lang. Wo ist sie? Oh, wer schreibt denn nicht seine Passwörter auf? Sumkarianisch. Er nannte sich Manguste. Manguste. Vielleicht kennt der ja den Code. Ich muss ihm nur vorgaukeln, dass ich Vika bin. Rufzeichen für den Funk. Mal sehen, wer diese Manguste ist. Hallo, Garin. Sumkarianische Lyrik. Ist wohl ihre Muttersprache. Vegre. Johir. Sumkarianisch ist perfekt. Hoffentlich reicht meins aus. Die haben eine Art Hierarchie. Sie ist Bulgariens Boss. Das kommt gelegen. Okay, ich hole mir diesen Code. Komm schon, MJ. Denn Sumkarianisch ist gut genug. Geh einfach ran. Itvika, Vika, Mangusnok. Vika, bitte kurz. Garin, Elegemvana, Hiva Shaitbol. Holvanak, Akesolek, Hoskodok. Hoskodok, Shurosota, Hosis Vomasio, Dablan, Bam. Tut hat nat? Teperigas tut hat net. Mil Hongong beselest velen. Ne hift helpet. Merta feet be kyruhet. Das hat sich gut angefühlt. Okay, ich sollte los, bevor er herkommt. Wo ist dieses Whiteboard? Da bist du ja. Codes für das Gehege. Den Code habe ich. Jetzt den Schlüssel. Seine Beute töten. Oder ich tue es. Ich werde unruhig, wenn ich zu lange an. So viele Fackeln. Es kommen noch mehr Jäger. Hab mich wohl geirrt.
da. Ja, da ist was. War bestimmt nichts. Verstecken. Ich glaube, die Schlüssel sind im Reptilienhaus. Ich muss da schnell hin. Da, er hat den Schlüssel. Das Tarnfeld. Ich kann mich dahinter verstecken. Ich weiß, es klingt verrückt, aber ich kann sie hier spüren. Bei uns. Wenn die Geister dir Toten gibt. Ich hab die Schlüssel. Zeit zu verschwinden. Der Gestank dieser Stadt verliebt mir die Sinne. Noch mehr Jäger. Okay, Doc. Ich hol sie da raus. Jetzt bereit. Los, Bewegung. Ob wir genug getan haben? Das werden wir sehen. Graven ist unterwegs hierher. Wir müssen hier verschwinden. Schnell! Unterwegs, Doc. Das erinnert mich an meinen. Moment, sie soll nicht. Kennst du diese Bestie? Er heißt Kurt Connors. Er ist ein guter Mensch. Es gibt keine guten Menschen. Nur gute Beute. Sorry, sind spät dran. Sag
Seid ihr zwei okay? Jetzt ja! Es gibt ein Labor. Im Atrium. Vielleicht gibt's da eine Probe des Serums. Mir bleibt nicht viel Zeit. Wir verschaffen ihm welche. Den Hügel rauf. Das Glasgebäude. Bitte, schnell. Wir machen den Weg frei. Haltet durch. Keine Sorge, Doc. Wir bringen sie zum Labor. Heute verwandeln sie sich nicht. Große Fans. Hast du was? Diese Jäger sind doch eindeutig lebensmüde. Erst Tombstone, jetzt Lizard. Die machen wohl nur die Drecksarbeit für ihren Boss. Du bist ein dickes Gehalt hier. Wer macht jetzt unangebrachte Witze? Du lernst schnell. MJ, geht weiter, aber vorsichtig! Er ist da oben! Ein paar Jäger versperren uns den Weg! Wir haben sogar ihre Haustiere mitgebracht! Jungs, er sieht nicht gut aus! Ich spüre es! Bitte! Wir sind fast da, Doc! Schön tief atmen! Okay! Geschafft! Los, weiter! Es ist nicht mehr weit. Da ist das Labor. Geht's euch beiden gut? Erstmal. Nicht gut. Wir müssen die Typen schnell loswerden. Beeilung! Ihr werdet die Meister nicht in Atem ruinieren. Das macht Ihnen keinen Spaß? Also echt, was hat er denn gegen eine überraschende Wendung? Wenn euer Boss so toll ist, warum kämpft er dann nicht gegen uns? Ha, ihr seid seine Zeichen mehr. Aber eure schon? Die haben echt kein Selbstwertgefühl. MJ, wie sieht es aus? Lenkt sie einfach weiter ab. Wir lassen nicht zu, dass wir ihnen was antun. Alles wird gut. Bitte. Ich kann das nicht nochmal. Spider-Man! Tut mir leid, aber wir müssen los. An die Arbeit, wir geben euch Deckung. Das damit kann ich ein Gegenmittel machen.